Gut, dann geht's weiter hier. Da sind bestimmt noch mehr Zombies hier in diesem Stall, oder? Und auf jeden Fall Kühe. Und hier ist eine Mauer, an der wir nicht vorbeikommen. Interessant. Der Hadrianswall so ähnlich. Und hier ist auch nochmal eine Mauer. Ha, hier ist ein Zaun. Mauer mit Zaun. Spannende Geschichte. Hier ist nochmal eine Mauer, aber etwas anders. Eine Ziegelmauer. Das ist eher so eine Lehmmauer hier unten. Das gewittert schon wieder. Wahnsinn. Aha, eine Zombine hier. Tempus, führ uns zum Sieg. Und noch eine Zombine. Oh, da ging es jetzt gegen Kalle. Das war fies. Na gut, soll er erstmal zu uns kommen? Oh nein, Leute, lasst doch den erstmal zu uns kommen. Was macht ihr denn da? Sehr gut, Kalle, das hat gesessen. Wunderbar. I shall prevail. Wunderbar. Sehr gut. Die haben wir geknackt. Bist doch du noch mal so eine Beere, komm. Wenn wir gerade schon dabei sind. Denn ich verschwinde jetzt. Dann noch mehr Zombies. Ein letzter, der sich hier noch versteckt hat. Hier auf der Weide. Sehr gut. Die immer schreien, wenn sie sterben. Das ist ja der Hammer. Und hier sind nochmal drei. Ja, Imo, du stehst halt wieder ganz vorne. Das ist echt... Imo hat halt den besten Charisma. Deswegen ist sie die Erste. Aber es ist für eine Fernkämpferin nicht so gut eigentlich. Mal gucken, vielleicht hat sich das ja auch verändert mit dem Charisma. Hat dann inzwischen ja auch jemand anders mehr Charisma, aber ich glaube nicht. Ich schaue es gleich mal nach. So. Gucken wir erstmal, was hier noch im Osten ist. Da können wir nicht lang. Und da hört die Karte auch auf, ne? Ja. Kommen wir da durch? Ja, da kommen wir durch. Sehr gut. Los geht's. Und da hört die Karte auch auf. Wir können weder nach Norden noch nach Osten reisen. Aha. Okay. Gut, gut. Dann haben wir den Teil erfolgreich erkundet. Und ein anderer Teil fehlt uns aber noch. Vorher ganz kurz einen Blick auf den Charisma. So, 17 hat sie. 9, 14, 15, 9, 13. Nein, Imoin ist mit Abstand die charismatischste. Sie bleibt also Führerin der Gruppe. Eindeutig. Und ich weiß auch schon, wer in dieses Gebäude der neuen Sonnen sich schleichen wird. Das wird natürlich unsere liebe Imoin machen. Ganz klar. Wie sie da aufgereiht die Moor entlang laufen, ist ja zum Schießen. So. Dann haben wir hier einen Bauernhof erreicht, aber das scheint verlassen zu sein, oder? Nee, da ist jemand. Da ist jemand. Das ist Venrik. Hey, Kollege! Irgendwas bringt die Leute hier auf den Höfen und in der Umgebung um. Zombies oder so. Ich verstehe ja, wenn es euch so ein Auftrag nicht gefällt, aber jetzt mal ganz unter uns. Ich weiß nicht, wer es sonst machen könnte. Wir haben alle schon seit einer Woche nicht mehr geschlafen. Es müssen so um die 20 Zombies sein, also zählt sie, wenn ihr sie tötet, falls ihr das vorhabt. Wenn ihr sie alle habt, dann kommt ihr wieder her und gebt euch die. Und ich gebe euch die 150 Goldmünzen, die ein paar von uns zusammengespart haben. Okay, cool. Werden wir machen. Hatte ich eh vor, die Zombie-Plage hier. Ich glaube, wir haben die schon alle wahrscheinlich, weil hier ist eine Mauer und hier ist ja auch eine Mauer. Deswegen müssten wir eigentlich schon alle haben. Ja, sonst gibt es ja hier nichts mehr. Haben wir, ja, hier kommt man nicht durch, genau. Hier ist Vendriks Haus, hier kommt man auch nicht durch. Ja, dann haben wir alle Zombies. Können wir also direkt mit Venrik wieder reden und uns das Geld abholen. Sehr schön. Ich würde jetzt kein Geld dafür fordern, aber wenn uns das Geld angeboten wird, dann nehmen wir das natürlich, klar. Danke, das war großzügig von euch. Vielleicht können wir jetzt endlich wieder ruhig schlafen. Hier sind die 150 Goldmünzen, wie versprochen. Wenn wir mehr hätten, würden wir euch mehr geben. 800 Erfahrung, sehr schön. Das hat sich doch gelohnt. Können wir da reingehen? Oh, da können wir reingehen. Sehr schön. Nee, wir werden jetzt den nicht bestehlen, den Bauern. Ja? Aber wir werden zumindest mal reingehen und gucken, was da so drin ist. Moment, müssen wir erstmal gucken.
Ach, das ist wieder so eine blöde Tür. Die ist schon wieder so blöd gestaltet. Ich fahre mal näher ran. Da geht es, glaube ich, leichter, oder? Ja, hier geht's. Okay. Das ist blöd gestaltet, wenn die Tür nach links aufgeht. Dann kriegst du das irgendwie schlecht hin. So, gibt's hier Fallen? Schaut nicht nach Fallen aus. Guck mal, was er da drin hat. Oh, was ist denn das? Ein Umhang? Ein zauberkräftiger Umhang. Ja, das Geld werden wir nicht klauen. Leider können wir kein Geld reinlegen. Das ist ein bisschen schade. Aber wir könnten den Umhang sozusagen abkaufen. Das mache ich, glaube ich. Das Geld nehmen wir auch nicht mit, das Schwert nehmen wir auch nicht mit. Ja, wie gesagt, Geld können wir leider nicht reinlegen in die Truhen. Das geht nicht. Aber wir können hier mal bei Creasola gucken, was sie hier in der Tasche hat. Ein Andar zum Beispiel. Ja. Oder so eine Silberkette. Ich weiß nicht, wie viel diese Ringe hier wert sind. Ein Silberring zum Beispiel. Ja, den können wir in den Rucksack geben. Und hier die Silberkette können wir in den Rucksack geben. Ich weiß nicht, was der Andar-Wert ist. Keine Ahnung. Ach, das reicht auch schon. Silberkette und Silberring. Und dann gehst du mal, Krea, hier an die Kiste ran. Nimmst du den Mantel und legst dafür aber den Silberring und die Silberkette da rein. Ja, weil mich dieser Umhang einfach interessiert. Ich hab genug davon. Aber da haben wir ja mehr oder weniger dann dafür bezahlt, denke ich. Ich weiß nicht, ob es wertvoll genug war, Silberkette und Silberring, aber so ist es halt. Wird schon passend gewesen sein. Wahrscheinlich ist es nur so ein alter Umhang. So ein alter Fetzen. Und da ist man mit einem Silberring und einem silbernen Kette ja super gut bezahlt. Mach ich mal eine Silberkette und einen Silberring. Da ist das drüben noch gut bezahlt. So ungefähr. So. Dann geht's jetzt nach Süden, nach Baldurs Tor. Und dort werden wir mal schlafen, bevor wir hier alle noch vor Müdigkeit umfallen. Genau. Ah, jetzt wird's spannend, Leute. Wir kommen nach Baldurs Tor, die Stadt, die diesem Spiel seinen Namen gibt. Hui, du wirst gleich von einem Weihnachtsmann angesprochen. Elminster trifft uns mal wieder. Elminster, einen guten Tag wünsche ich euch, junges Leben. Welch wundervoller Zufall, dass sich unsere Wege erneut kreuzen. Noch dazu in einer solch grandiosen Stadt wie dieser. Ah, ich sehe es an euren Augen, dass ihr keine Zeit für mein aufgesetztes Geplänkel habt. Stimmt schon, unser Treffen ist kein Zufall, aber es freut mich wirklich, euch wiederzusehen. Ein Vergnügen, das ich nicht teile. Lasst mich in Ruhe, alter Mann. Es ist gut, euch wiederzusehen. Was bringt euch her? Wir nehmen das zweite. Oh, alle Bürger der Schwertküste kommen irgendwann nach Baldurs Tor. Und ich war mir sicher, dass ihr da keine Ausnahme machtet. Vergebt mir, dass ich mich weiter einmische, aber ich glaube, es ist gerechtfertigt. Vor allem in Anbetracht des Druckes, unter dem ihr euch zweifellos befindet. Meine Belästigung verblasst jedoch bestimmt im Vergleich mit dem Einfluss, den andere auf euch auszuüben versuchen, als auch euer eigenes Ich. Gorion hat euch so gut er konnte aufgezogen, aber es ist in der Tat schwierig, Angeborenes zu überwinden und in eurem Fall noch viel schwieriger, fürchte ich. Was wollt ihr also von mir? Was wisst ihr über Gorion? Wir nehmen mal das zweite. Er war lange Zeit mein Freund und wir sprachen viel miteinander, jedoch seltener, nachdem er euch zu sich genommen hatte. Er ist früher ziemlich weit herumgekommen, aber seine neue Rolle als Ziehvater hat er nie bereut. Er meinte, eine stabile Kindheit würde euch besser auf, die Probleme vorbereiten, denen ihr irgendwann entgegentreten müsst. Er hat sich viel Mühe mit euch gegeben. Ich hoffe, das war nicht alles umsonst. Pah, Gorion war schwach. Ich wünsche nicht, in die elterlichen Fußstapfen zu treten. Oder er war ein guter Mann, doch ich würde lieber meinen eigenen Weg gehen. Wir nehmen das zweite. Ich wollte euch nicht das Gegenteil vorschlagen, welche Motive ihr auch habt. Es ist stets klug, unabhängig zu sein. Meine Bedenken sind nur, dass es euch schwerer fällt, eure Abstammung zu trotzen als den meisten anderen. In euren Adern fließt böses Blut, auch wenn Gorion tat, was er konnte, um euch rechtschaffen zu erziehen. Ihr habt zudem hungriges Blut und es wird euch nicht loslassen ohne Kampf.
Was auch immer geschieht, mit dem, was einem in die Wiege gelegt wurde, muss man zu gegebener Zeit fertig werden. Ich hoffe, ihr habt den Willen, eurem Innersten gegenüberzutreten. Ich erobere alles, ob von innen oder aus der Ferne. Ich weiß wenig davon, was kommen wird, doch ich tue, was am besten ist. Wir nehmen das Zweite. Ich bin sicher, dass die Zukunft Gutes für euch bereithält. Fürs Erste begleiten euch meine guten Wünsche und ich werde euch einige Namen nennen. Scar von der Flammenden Faust ist ein guter Mann und vertrauenswürdig. Sein Vorgesetzter Herzog Eltan ist ebenfalls rechtschaffen. Beiden solltet ihr glauben, was sie euch sagen. Ich verabschiede mich und wünsche euch alles Gute. Ah, das ist eine sehr interessante Information. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gucken wir mal ganz kurz in, oh, da wollte ich gar nicht hin, in unser Tagebuch. Wieder ist Elminster aufgetaucht, doch diesmal war er etwas freizügiger mit seinen Informationen. Er kannte Gorion offensichtlich gut und hielt ihn offensichtlich für einen geeigneten Ziehvater für mich. Er sprach auch vom bösen Blut und einem Makel, der mich verzehren wird, wenn ich nicht aufpasse. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Ich werde seine Warnung befolgen. Kann mich jedoch nicht lange damit befassen. Er hat mir aber ein paar Namen von Leuten genannt, die er als vertrauenswürdig erachtet. Scar von der Flammenden Faust und Herzog Eltan. Ihnen kann ich wohl glauben, wenn mir Elminster das empfiehlt. Sehr schön, dann ist Scar vertrauensselig. Das freut mich. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt schlafen, werden wir nochmal einen dieser Träume haben. Und dann vielleicht ins nächste Kapitel gehen, oder? Kann das sein? Das sind Bürger hier. Sprechen wir doch mal diese Bürgerin an. Ihr seid sogar ganz schön schneidige Burschen, wie? Schneidige Burschen sind wir, genau. Lasst mich in Ruhe. So, was ist hier los? Billigladen des glücklichen Aelo. Aha, ein Billigladen. Interessant. Hier ist ein Brunnen. Und hier geht es dann wahrscheinlich nach Norden weiter, oder? Hier ist auch was. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ist hier auch irgendwo ein Schild? Da ist kein Schild. Das wird also ein ganz normales Bürgerhaus wahrscheinlich sein. Hier sitzt jemand. Auch ein Bürger. Fragezeichen. Die Tür dieses Hauses fällt schon aus den Angeln. Ihr nehmt an, dass das Haus schon seit Jahren unbewohnt ist. Aha. Das ist ja spannend. Wir reden miteinander. Hier können wir dann nach Norden weiterreisen, ja. Da sind lauter Bürger. Schauen wir mal, wenn wir hier nach Norden gehen, was dann passiert. Dann können wir da in diesen Stadt, diesen Stadtteil hier. Wollen wir aber noch nicht. Wir suchen jetzt erstmal einen Gasthof. So, hier ist irgendwie Stadtmauer interessanterweise. Das ist ein bisschen merkwürdig. Weil wir eigentlich hier mitten in der Stadt sind. Aber das ist wahrscheinlich hier diese Stadtmauer hier oben, die diese beiden Stadtteile hier trennt. Den nördlichen vom südlichen Stadtteil. Na gut. So, da müssen die aber bald aufhören, diese Stadtmauer. Die geht aber immer weiter irgendwie komischerweise. Oh, was ist das denn hier? Schaut aus wie ein Tempel. Hier ist ein Haus. Hier ist auch noch ein Haus, aber es schaut auch schon sehr verfallen aus. Na gut, dann ist hier ein Tempel. Allerlei Zauberei. Oder ist das ein Zauberladen oder sowas? Allerlei Zauberei. Könnte auch ein Zauberladen sein. Schaut ein bisschen aus wie, wie so ein Spielzeugladen oder sowas. So, da könnten wir auch nach links gehen. Da würden wir wahrscheinlich dann... Ja, da kommt man dieses Viertel hier. Interessant, okay, gut. Denn ich verschwinde jetzt. Dann gucken wir mal hier weiter. Hier ist nämlich auch noch irgendwas. Aber das ist kein Schild, das wir lesen können leider. Schade. Da ist auch noch ein verfallenes Gebäude. Das Haus fällt schon aus den Angeln. Ha, okay, also auch ein verfallenes Gebäude. Interessant. Oh, was ist denn das hier für einer? Bettler. Ich rede mal mit dem Bettler. Bitte um eine milde Gabe. Verzeiht die Dame, aber ich habe seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Bitte nur eine Münze. Hier eine Goldmünze. Verzeiht, aber ich habe nichts. Noch, wir gehen der... Ihr seid ein Engel, gnädige Frau. Die Gruppe hat Gold eingebüßt. 1. Ja, ja. Das darf man schon mal machen. Das darf man schon mal machen. So. Ist auch noch irgendwas. Schaut mir irgendwie nach einem Kolonialwarenladen aus oder sowas. Und nach Süden können wir auch. Da kommen wir in dieses Stadtviertel. Sehr schön. Aber es scheint mir hier irgendwie kein... Das ist ja echt ein komischer Laden hier. Was sagt denn der dazu? Womit kann ich dienen? Wenn ihr mich fragt, bedeutet diese ganze Eisenknappheit nichts anderes, als dass demnächst die aus Amn hier einmarschieren. Das könnt ihr mir glauben, ich kenne mich da aus. Alles deutet darauf hin. Scheint fast so, als ob sie zu blöd sind, überhaupt erst zu versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Aha, die Bewohner von Baldur's Tor haben wahnsinnig Angst vor einem möglichen Krieg mit Amn. Ja, das ist aber eigentlich schon bekannt. So, hier ist noch nicht erkundet von uns. Da könnte vielleicht noch was sein. Ich suche ja immer noch nach einem Gasthaus. Es regnet auch wieder. Das ist doch ein Gasthaus hier. 11 Gesang. Das schaut nach einem Gasthaus aus. Sehr schön. Wir gehen noch kurz die Straße hier entlang, um zu schauen, was da noch so ist. Aber
Scheint sonst nichts zu sein. Ganz schön viele Bürger hier. Das ist doch noch einer. Interessant. So, da ist die Stadtmauer mit irgendwelchen Schilden auf den Zinnen. Da sind wir reingekommen. Ja. Gut, dann haben wir zumindest ein Gasthaus gefunden. Und da werden wir uns jetzt gleich mal reinbegeben. Das ist auch noch ein ganz normales Haus. Okay. Noch ein Bettler. Nee, ein Bettler am Tag reicht ja wohl. So, dann gehen wir jetzt erstmal ins Gasthaus. Und schlafen dort und versuchen die Sachen zu identifizieren, die wir so gefunden haben auf unseren Reisen. Ich hoffe, das ist ein Gasthaus, aber das schaut mir nach einem Bierkrug aus. Elf Gesang ist jetzt nicht unbedingt ein guter Name für ein Gasthaus, aber es ist ein Gasthaus, ja. Oh, da kommt jemand auf uns zu, glaube ich, oder? Nö, doch. Kauternos. Ei, ihr seid also alle Kämpfer und Magier und Monstertöter, wie? Wir mögen nicht alle Kämpfer und nicht alle Magier sein, aber jeder von uns hat schon ein Monster in seinem Todeskampf geschickt. Warum fragt ihr? Nein, mein Herr, nur Reisende, die zu ihrer Sicherheit Waffen tragen. Ja, wir nehmen das Obere. Wir schämen uns nicht dafür, was wir sind. Entlang der Straßen sieht man Räuber aller Art, doch am schlimmsten sind die Hobgoblins. Tut uns doch einen Gefallen und durchbohrt sie mit dem Schwert. Okay, das ist doch mal ein Auftrag. Hier schaut aus, als wenn es eine Wahrsagerin wäre, aber es ist nur eine Bürgerin. Komisch. Na gut. Ja, gibt es sonst hier noch irgendwas Auffälliges? Da gibt es eine Truhe. Ja, wir können aber hier nicht einfach irgendwelche Truhen plündern. Da ist eine Küche. Ja. Und hier ist Brevlik. Sprechen wir mit Brevlik mal an. Hallo. Ich meine, hallo. Ach du meine Güte. Naja. Hallo. Psst, psst. Guten Tag. Dürfte ich vielleicht ganz kurz um eure geneigte Aufmerksamkeit bitten? Oh, das ist ganz schön interessant. Wie? Oh, Moment. Ihr findet das wahrscheinlich nicht. Ihr kennt das wohl schon. Aha. Ja, nun, wie soll ich mich ausdrücken? Ihr sucht doch bestimmt Arbeit. Will sagen, ich hätte da was für euch, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich hätte da einen kleinen, Auftrag für euch. Sozusagen einen Auftrag, oberste Geheimhaltungsstufe, wie man so in unseren Kreisen zu sagen pflegt. Sprecht euch aus, mein Herr, dann kann ich vielleicht verstehen, was ihr meint. verstehe ich euch richtig? Ihr wollt, dass ich etwas tue, worüber ich nicht mit Stolz berichten kann? Ich bin nicht so eine, die man aus der Schenke anheuern kann. Ich habe anderes zu tun. Schert euch weg. tja, was nehmen wir denn da? Ich glaube, wir nehmen das Zweite. Ich verlange nichts weiter von euch, als dass ihr mir einen Gegenstand beschafft, der sich derzeit im Besitz von jemand anderem befindet. Das soll nicht heißen, dass ihr etwas stehlen sollt. Man könnte es vielleicht eher... eigentlich kann man es nur stehlen nennen, aber es ist ja nur dieser eine Gegenstand und es soll auch niemandem dabei zu Schaden kommen. Illegal, hä? Was springt für mich dabei heraus, ein solches Risiko einzugehen? Nichts da, mein Herr. Seid dankbar, dass ich euch nicht der Wache ausliefere. Oder ich höre doch, sind meine Ohren in letzter Zeit etwas schlechter geworden. Vielleicht sollte ich mit Sie mit dem Klingen von Münzen einmal testen. Wie ist die Lage, mein kleiner Freund? Ha. Naja, eigentlich. Ha. Ein Gegenstand, den wir stehlen sollen. Nee, das. Naja. Naja, doch, eigentlich sollen wir den stehlen. Ich glaube, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Wie ihr meint, solltet ihr es doch einmal anders überlegen. Ich bin nach einer Weile hier. Ach, wie ist das wieder frech von mir? Ja, okay. Brevlik. Hat sich da irgendwas hier getan? Nö. Naja gut, vielleicht könnte ja Imoin nochmal heimlich mit ihm sprechen. Wenn die anderen schlafen oder so. Aber jetzt... Halt! Mist, ich wollte ja erst noch... Naja... Seid willkommen, Reisende. Ich hoffe, ihr lasst eure Waffen, wo sie sind und macht hier keinen Ärger. Besser ist das. Ihr werdet merken, dass die meisten unserer Kunden sich sehr wohl recht gut selbst verteidigen können. Und wenn es nötig ist, auch die Theke kann ich jetzt für euch tun. Nein, weil wir müssen erst noch ganz kurz... Ups, da wollte ich gar nicht hin. Wir müssen noch ganz kurz hier unsere Zauber entsprechend verwalten. Wo ist denn das nochmal? Hier ist das eine Identifizieren, genau. So, wir müssen nämlich hier ordentlich was identifizieren. Deswegen müssen wir auch hier ordentlich gute Beeren einsacken. So, und jetzt können wir schlafen. Ihr habt irgendwelche Getränke, ja.
ich denke, wir werden auf jeden Fall mal so einen Topaz-Wein kaufen. Aber das war es dann auch schon wieder. Und jetzt werden wir wie ein Bauer hier schlafen. Ja, wie ein Bauer, wie ein Händler. Ja, wie ein Händler. Wir sind schließlich in der großen Stadt. Da darf man sich schon auch mal ein bisschen etwas gönnen nach den ganzen Abenteuern hier. So. Dankeschön, wir haben 8 Stunden geruht. Alle Heilungszauber wurden benutzt. Und das bedeutet jetzt erstmal, dass sie ihre Beeren herbeizaubern kann. Sehr schön. Noch eine Runde, bitte. Und noch eine Runde, bitteschön. Sodala. Und dann, Kreasoda, darfst du mal ans Identifizieren gehen. Ja. Ah, ein Schutzumhang plus 1. Dieser einfache Umhang, ich sag's ja, ein einfacher Umhang, was ist es gewesen, ist mit einigen magischen Fähigkeiten versehen worden, um den Schutz seines Trägers zu erhöhen. Das geschieht, indem der Umhang Rettungswürfe und Rüstungsklasse entsprechend verändert. Er ist ideal für Magier und andere Zeitgenossen, die keinen schweren oder einengenden Rüstung tragen können. Ah ja, das wäre vielleicht was für Imoin. Schauen wir mal, hat sie schon einen Umhang? Sie hat schon einen Umhang, ne? Flüstern der Stille, ja, dann ist es doch nichts für Imoin. Dann vielleicht für Yahaira. Die hat noch keinen Umhang, ne? Nein. Yahaira, du nimmst das mal. Genau. Was bringt das denn? Rüstungsklasse um 1 verbessert. Das ist doch super. Ja, das ist doch super. Fantastisch. Dann geben wir das auch mal an Krea und das auch mal an Krea. Krea, fangen wir hiermit an. Kettenhemd plus 1. Ja, sehr schön. Wer kann das denn nehmen? Das können nur Branwen oder Minsk nehmen. Brandon, wenn du das anziehst, verschlechtert sich deine Rüstungsklasse oder verbessert sie sich? Sie verschlechtert sich. Und hier verschlechtert sie sich wahrscheinlich auch, ne? Ja. Okay, das ist nicht gut. Das behalten wir aber trotzdem. So, diesen Stab bitte identifizieren. Stab des Feuers, genau, den kennen wir schon. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Den behält gleich mal Kreasola. So, da haben wir noch einige Sachen zum Identifizieren. Ich glaube, die Zauber gehen uns gleich aus, oder? Ha, den haben wir schon identifiziert. Den Dolch haben wir auch identifiziert, ohne Zauber. Und den Verletzungspfeil auch. Super, Krea. Einen Betäubungspfeil. Den kannst du aber, glaube ich, nicht mit Pfeil und Bogen machen, oder? Betäubungspfeil sieht wie jeder Wurfpfeil aus. Nächstes ist ein Wurfpfeil. Bei jedem Treffer wird das für 7 Runden betäubt. Das ist natürlich schon sehr cool. Das nimmt mal Yahaira. Dann dieser Dolch, den brauchen wir eigentlich nicht. Den kann man Minsk nehmen, den packen wir irgendwo weg. Und ein Verletzungspfeil. Bei jedem Treffer erleidet das Ziel 20 Schadenspunkte durch Gift in 20 Sekunden. Das ist natürlich super. Ein tödliches Gift. Ja, auch das können wir hier mal an Yahaira geben. Die ist ja da versiert. Dafür kannst du das hier mal verteilen. Deine Beeren. Ja, Yahaira ist ja hier Wurfspezialistin. Die hat ja hier auch die Schleuder und so. Ja, machen wir das mal so. Schienenpanzer. Ja, stimmt, aber sie kann das ja nicht nehmen, ne? Nee, sie kann das nicht nehmen. Gut, haben wir sonst noch irgendwas zum Identifizieren? Ich glaube nicht. Wir müssen auch noch jemanden finden, dem wir diese komischen Skräuberskalpe hier verkaufen können. Vielleicht der Garnison hier in Baldur's Tor. Vielleicht sind die daran interessiert. Ich denke, wir haben jetzt alles identifiziert. Ja, schaut so aus. Sehr gut. Die 6 Pfeile müssten doch eigentlich da auch noch hinpassen. Genau. Wunderbar. Unser Inventar wird immer voller, vor allem weil wir diese Sachen hier nie benutzen und uns immer nur hier vollstapeln damit. Ich warte halt immer auf eine gute Gelegenheit, aber die kommt irgendwie nie. Ja, diese Sachen müssen wir einlagern und vielleicht haben wir hier im ersten Stock ein Zimmer, wo wir das machen können. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, das ist dann gleich nahe am Stadttor. Machen wir das, glaube ich, mal. Ja. Die Sachen werden wir jetzt einlagern. Und was ist das hier? Der Verletzungspfeil. Ach, das ist Yahaira. Genau, ich dachte, ich hätte gerade Kylet aktiviert. Dann passt es ja soweit. Gut. Dann müssen wir nur jetzt leider unsere Zauber wieder neu justieren. Weil wir wollen natürlich weiterhin hier schlagkräftig bleiben. Und Yahaira auch. Rindenhaut, Giftverlangsamung, Flammenklinge. So schaut es aus. Und dann schlafen wir gleich nochmal. Es ist ja eh noch früh am Morgen. Davon. Und nochmal als Händler, bitte.